Ja, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist auch alles klar und ja, ihr habt alle bestimmt das Video von mir gesehen, wo ich als Praktikant gearbeitet habe bei einem Friseursalon. Und ja, die haben damals meine Kunst nicht wertgeschätzt, meine Hände. Ich sage ja immer wieder, meine Hände sind für die Kunst geboren, erschaffen worden. Ich wurde geboren, um Haare zu schneiden. Aber ja, er hat nicht gegönnt. Warum hat er mich eigentlich rausgeschmissen, Bruder? Bruder, keine Ahnung, der konnte das nicht wertschätzen, so. Ja. Der wusste ja... Bruder, scheiße. Auf jeden Fall sind wir heute in Bochum und mein Bruder Fett, der hat mir eine neue Praktikumsstelle besorgt und zwar als Dönermann. Bruder, wer ist das eigentlich? Ah, Bruder, ist Ridwan, richtig guter Kollege, Rudo, der hat hier Dönerladen, Bruder. Der hat mir letztens gesagt, der sucht Mitarbeiter so. Ja. Und Praktikant wird der auch nehmen. Okay. Aber meinst du, der lässt mich knechten wie ein Hund, wie bei dem anderen? Ja, der lässt mich im Döner direkt schneiden und so. Und wenn ich gut arbeite, denkst du, der wird mich auch... Bruder, ja, nicht, dass... Bruder, ich könnte noch ein hohes Tier werden in dem Job, Alter. Bruder, der wird dir vielleicht sogar Laden übernehmen lassen. So. Okay, weißt krass, Alter. Ja, stabil. Alles klar. Sieht gut aus auf jeden Fall, ja? Ja, Bruder, machen wir. Ja, sollen wir dann mal abchecken, sollen wir reingehen? Bruder, wir gehen einfach mal rein und quatschen ihn an, ob der noch mitarbeitet. Alles klar, machen wir. Salam alaikum. Salam. Wie geht's? Gut. Alles super. Darf ich hier arbeiten heute, oder was? Ist das der, den du meintest? Ja, Bruder, das ist Can, der ist guter Kumpel von dir. Arbeiten, ja? Ja, also Wartung geht klar, nicht? Ja, kannst direkt anfangen. Okay, stabil. Ja gut. Ja, das war der Jacke so. Okay, wo sind meine Jacken schon? Das ist hinten da im Flur. Ich muss direkt wieder schnell, Digga. Der hat ein bisschen Plan, der will bestimmt nur gucken, ob du Disziplin hast oder so. Meinst du? Der ist nicht so ein Wichser, der ist korrekt, Bruder. Ja, okay. Glaub mir, du, sein Laden, 2 Monate, der gehört dir. Und wie läuft der Laden so? Ist alles gut hier? Alles bestens. Okay, ja, ich mach dir den Laden voll, ist kein Problem. Hast du schon mal gearbeitet in so einem Dönerladen, oder? Im Dönerladen noch nie, aber ich kann Döner schneiden. Du kannst Döner schneiden? Ja, ich kann das. Das ist nicht so schwer, das ist einfach ein Messer nehmen und dann schneiden. Ja, wenn es so einfach ist, kannst du wieder machen. Ja, ich, ja. Gefilgt habe ich jetzt, darf ich jetzt schneiden? Nein, nein, lass mich schneiden. Was soll ich denn noch machen? Geh erstmal links, Teller waschen. Teller waschen. So, Chef, die Teller sind sauber. Welche Teller? Die Teller siehst du doch. Wo sind die sauber? Die sind sauber, glaub mir, das ist optische Täuschung. Da ist doch Mayonnaise noch. Da ist 3D-Effekt, das ist so. Nur was für 3D-Effekt, das ist doch Mayonnaise. Guck mal, wie fettig die Teller sind. Nein, alles gut, darf ich jetzt wieder schneiden? Nein, nein, noch nicht. Mach erstmal die Teller sauber komplett. Na, soll ich nicht die Tische sauber machen? Wisch erstmal die Tische mit dem Lappen da. Okay, mach ich doch. Sehr gerne mache ich das. Ich mach das sehr gerne. Deine Cola selbst holen. Was für Cola selbst holen? Wie geht's dir? Hä? Bist du noch ganz weit hier oder so? Ja. Na, Kunde ist König. Ich weiß. Das ist doch Grundgesetz im Gastronomiebereich. Aber Bruder, Kunde ist König. Aber ein egal, Meter. Egal was der Kunde will, du musst was machen. Ein Meter. Egal was der Kunde will. Wenn er sagt, zieh mal eine Schuhe aus, dann musst du eine Schuhe ausziehen. Ah, Chef, lass mich jetzt einfach mal Döner schneiden. Geh mal, ich habe keine Tomaten mehr. Ja. Geh mal von der Dönerbude da hinten Tomaten holen. Und einfach geradeaus. Straße einfach geradeaus nach links. Okay. Darf ich danach Döner schneiden? Danach darfst du hoffentlich schneiden. Okay, los geht's. Fällt das langsam echt nicht mehr lustig, ne? Ja, Digga, keine Ahnung. Warum soll ich ihn jetzt auch noch Tomaten holen, Bruder? Ich dachte, ich darf da arbeiten wie ein Mensch. Ja, Bruder, der will dir bestimmt beibringen, so, falls du später Laden übernimmst. Ja, Bruder, der hat mir schon die ganze Zeit beigebracht. Ich will nur putzen. Will, dass du weißt, wo man Sachen kauft und so, wenn du Laden übernimmst, Bruder. Ja, okay, dann lass mal hingehen. Weißt du, ich meine? Lass einfach mal hingehen jetzt. Bruder, welcher Laden ist das überhaupt, den er meint? Meinst du, das der hier?
Ich denke mal schon, dass es der ist, oder? Hat der den Namen gesagt? Hat? Tuana Döner, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist der, ja. Sollen wir mal reingehen, Bruder? Klein, aber fein. Tamam, lass mal abchecken. Salam alaikum, Mabi. Alles gut? Dings, alles super, Bruder. Ridwan Abi hat mich geschickt, ich soll Tomaten holen. Abholen, komm. Was für Tomaten? Schaust du, wie nüchtern da raus? Ich weiß nicht, ist auch voll komischer Typ, ich weiß auch nicht. Fällt mir, warum schickt er mich einfach Tomaten holen? Keine Ahnung, Digga, der will bestimmt. Was ist das für eine Logik? Ich darf von einem Dollarland zu den anderen laufen, damit ich Tomaten holen kann. Das gibt doch gar keinen Sinn. Tomaten. Ich weiß auch nicht, Bruder. Ridwan ist ein richtig komischer Typ. Keine Ahnung. Das ist mein Bruder, Bruder. Pass mal auf, was du da sagst. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Hast du ein Problem damit? Nein, alles gut. Nein. Ich sehe Drogi. Warum? Scherzchen. Ja, ist doch okay. Hör, das kann doch nicht wahr sein, ich hab überall rausgeschmissen, Alter! Ja, Digga, keine Ahnung, der Typ. Der wollte gar nicht, dass ich Tomaten abhole. Warum hat er mich einfach weggeschickt? Ja, keine Ahnung, der wollte bestimmt gucken, ob du seinen Laden verteidigst oder über den schlecht redest oder so. Ridwan, warum hast du mich da hingeschickt? Der hat gar keine Tomaten. Ich wollte es doch nur loswerden, weil du den Kunden abgefuckt hast hier. Der fehlt an deine Arbeit und sei einfach ruhig. Ja, mach einfach deine Arbeit. Ja, okay. Yes. T-Shirt von Kammer? 20 Euro. 20 Euro. Hä? Was willst du von mir? Geh mal weg, Alter. Nur 20 Euro. Nein, geh mal weg. Was? Fick mich nicht auf, Mann. Nee, ich mach nichts. Was machst du? Gar nichts. Komm, jetzt mal Döner schneiden. Ja, endlich! Mal sehen, was kommt. Endlich, Alter, Mann! Das ist doch die ganze Zeit, warum das nicht feststellt. Mach jetzt das nicht. Ja, ja. Du machst mir einen Laden und voll, Alter. Ja, ja. Lass mich mal sehen. Ja! Was machst du da? Ich schmeck den Döner! Aber schneid mal doch keinen Döner, was machst du da? Doch, das ist gut! Verpiss dich mal raus jetzt hier. Geh mal raus. Warum? Mann! Fertig, was ist das? Geh mal raus. Nein, ich will weiterarbeiten! Geh mal ganz schnell raus. Geh mal ganz schnell raus, verpiss dich mal. Ja, ja. Was ist denn Scheiße, Alter? Meine Fresse. Was für ein Scheiß hier? Was? Das gibt's ja nicht. Was ist das für eine Nummer? Ja, Bruder, ich dachte, der Junge kann arbeiten, ja. Bro, der kann gar nichts. Richtig schlecht. Der nicht mal vernünftig, der kann nicht mal Döner schneiden. Ja, Bruder, nicht mal Teller waschen, das ist gesehen, Teller. Ja, Bruder, der hat hier Kunden auch abgefuckt. Jeden Kunden, nicht nur den. Bruder, scheiß auf den, ja. Ich hab mit denen eigentlich eh nicht. Du, Pest, was redest du noch? Bruder, ich hab abgehalten, Mann. Bruder, wir sehen uns. Bruder. Geh mal ganz schnell raus. Was ist denn abfahren hier, Alter? Auf! Junge Feld, was war das wieder? Digga, ich hab keine Ahnung, Digga. Ich dachte, du hast doch gesehen, wie gut ich den Dönerspieß geschnitten hab. Ja, ich dachte, der ist korrekt, Bruder. Ja, weiß ich nicht. Scheiß drauf, Bruder, Dönerladen ist eh Kackjob. Ja. Ich finde irgendwas anderes. Wir finden schon. Also meine Hände werden auf. Der ist korrekt, weißt du so, aber siehst du. War nicht. Ja, Bruder, der hat mich nur putzen lassen. Du hast mir doch gesagt, so und so, aber hat nicht geklappt. Ja, der hat nur so Hilfsarbeiter gesucht, der Scheiß drauf. Ja, okay, Freunde, das war's wieder mit dem Video. Dönermann hat leider auch nicht geklappt. Wo soll ich mein nächstes Praktikum machen? Kommentiert das einfach hier unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Kauft Karma an meiner Ziege, Alter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder wie so auch Arbeiter, weißt du, wie ich meine? Der ist korrekt, der ist nicht so ein Wichser, so, weißt du? Was denn? Bist du nicht der YouTuber? Ja, bin ich. Warum nicht? Okay, Chef, die Teller sind sauber. Dann nimm erstmal den Lappen da, den Orangen. Du musst mir sagen, die Teller sind nicht sauber. Ach, erst später. Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist auch alles klar und ja, ich habe damals so ein Video hochgeladen, an einen Namen. Komm nochmal zurück. Lass an. Okay. Glaub mir, du, sein Laden, 2 Monate, der gehört dir. Ja, okay, dann putzen wir mal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Lass weiterlaufen. Ich hab den härtesten Job, Digga. Ja. Chef, sammelst du Pfand? Ja, ja, Bruder. Woher kommen die hin? Nimm einfach. Mach jetzt einen Tag, mach Stopp. Drück da auf. Das kann doch nicht wahr sein, ich werd überall rausgeschmissen, Alter. Ja, Digga, keine Ahnung, der Typ. Der wollte gar nicht, dass ich Tomaten abhole. Warum hat er mich einfach weggeschickt? Ja, keine Ahnung, der wollte bestimmt gucken, ob du seinen Laden verteidigst oder über den schlecht redest oder so. Ja, wir gucken einfach mal, wir machen das schon. Können wir jemanden grüßen? Ja, könnt ihr mal. Ja, okay, ich grüße meine ganze Klasse, also 5D. Ja! Lass mich mal sehen. Ja! Ja! Warte, Katz, wie geht das denn? Einfach anmachen. Ja, nimm weiter auf, ja, ja, die Hände. Nein, das ist gut. Es geht jetzt weiter. Wie soll ich machen? Ich will nur ein bisschen verkacken. Wie soll ich den Dönerspieß kaputt machen? Oder? Ich guck grad, soll ich von hier filmen oder von hier haben wir da rein? Ja. So, wollt ihr mitmachen? Ja, okay. Die Kamera raus. Habt ihr mit? Also, Kamera ja, nein. Habt ihr nicht? Nein. Ja, dann können wir nichts machen, oder? Alles klar. Guck einfach. Ey, warte mal, kann ich nicht so lieber? Ja, dann kannst du auch sehen. Sehe ich nicht besser so? Genau, oder mach den Mund auf so. Hey, so ist es. Hey, mach Body-Session. Red einfach. Ich mach hier, ich nehm das Beste raus.
Hey! Ja. Ich gehe meinen Hals so ein bisschen, aber schneid mich auf. Das ist voll schön. Aber halt mal so anders, so dass man das genau so. Warte. Ja, was macht der da hinten? Was ist los mit dir? Was?